Dann unsere berühmte Pareto-Regel, die 80-20-Regel. Oder 20-80-Regel, je nachdem, wie rum man das sieht. 20% eines Inputs bringt 80% der Ergebnisse. Zurückzuführen auf Wilfredo Pareto, das ist ein italienischer Volkswirt gewesen, ein Ökonom. Und der hat, na, ich erzähle es von Anfang an, der hat Untersuchungen gemacht über die Einkommensverteilung einer Volkswirtschaft und festgestellt, 20% der Leute verdienen 80% des Geldes. Das war die Essenz seiner Untersuchung. Und dann sind vermutlich andere Leute hingegangen und haben gesagt, diese 20-80-Regel oder 80-20-Regel gilt nicht nur für die Einkommensverteilung, sondern die gilt sehr oft. 20% der Kunden bringen 80% des Umsatzes. 20% der Mitarbeiter machen 80% der Arbeit. 20% der Zeit, die ich investiere in etwas, zum Beispiel 20% der Lernzeit, die ich investiere, bringt mir 80% der Lernergebnisse. 20% der Zeit, die ich investiere in eine Tätigkeit, bringt mir 80% der Ergebnisse. Von daher kann es sinnvoll sein, auch im Zeitmanagement diese Pareto-Regel zu nutzen an vielen Stellen. Welche 20% der Tätigkeiten bringen mir 80% der Ergebnisse? Was sind die wirklich wertschöpfenden Tätigkeiten? Und da muss mein Fokus sein. Und wenn man lernt, kann es sinnvoll sein, die 20% zu investieren und 80% des Lernnutzens zu erzielen, dann aufzuhören und am nächsten Tag weiterzumachen. Der Betriebswirt oder Volkswirt nennt das auch den Grenznutzen der Zeit, den zusätzlichen Nutzen für eine zusätzliche Minute. Und dieser Grenznutzen nimmt ab. Das heißt, die ersten Minuten, die man investiert, zum Beispiel in Lernen, sind sehr viel produktiver im Sinne von erfolgreicher als so die letzten Minuten, wo man dann wieder doch abgelenkt ist und so weiter. Also Pareto-Regel ist eine der wichtigsten Regeln in den ganzen Wirtschaftswissenschaften. Und ich hab Ihnen erzählt von Tim Ferriss, ne, von dem Buch Die 4-Stunden-Woche. Aus meiner Sicht zwei Prinzipien, die der anwendet. Erstens, konsequentes Auslagern, Neudeutsch Outsourcing, konsequentes Outsourcen von allen Tätigkeiten, die er nicht selber unbedingt machen muss. Es gibt so ein paar Tätigkeiten, die muss man selber machen. Immer. Aber die allermeisten Tätigkeiten, da reicht es, wenn sie gemacht werden. Und es ist nicht wichtig, wer sie macht. Und das lagert er konsequent aus. Und das zweite, konsequente Pareto-Regel auf alle Lebensbereiche. Welche 20% der Klamotten, die ich habe, ziehe ich wirklich an? Welche 20% der Dinge, die ich habe, nutze ich wirklich? Und alles andere weg. Also Pareto ist eine der wichtigsten Regeln überhaupt, wenn man einen Sachverhalt ökonomisch betrachtet. Pareto. Auch im Zeitmanagement. Und da sind wir ja gerade. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.